Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Kingdom Come Deliverance und wir müssen mit dem Ritter Ulrich kämpfen und das machen wir. Also hier bin ich. Ziemlich ich lockte hier. Dich. Ja. Wir werden da gleich auf ihn draufhauen und gar nicht groß. Dass er gar nicht groß dazu kommt, irgendwas zu machen. Mann. Du bist stärker. Alter. Da hatte ich jetzt aber Glück, hey. Das war aber auch Frust über 5 Aufnahmeversuchen. Na? Gottverdammt. Scheint, als hätte ich einen Ebenbürtigen gefunden. Wisst ihr was? Einen Ebenbürtigen? Ja, ich wollte ihn eigentlich töten. Rüste dich nicht so. War ein harter Tag. Das ändert gar nichts. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und du wirst sie mir alle brav beantworten. Ja, ist gut, dass du mir nicht getötet hast. Zuerst sagst du mir, wer du bist. Mein Name ist Ulrich. Ich sage dir gar nichts, ehe du mir nicht etwas zusicherst. Versichern? Wie wäre es damit? Du redest und ich lasse dich leben. Denkst du, ich glaube dir das? Ich weiß sehr wohl, wie solche Geschichten enden. Ich war öfter am anderen Ende des Schwertes, als du zählen kannst. Du hast mein Wort. Das Wort eines Diebes, bei Gott. Was die Pfarrer sagen, ist wahr. Die Welt ist verrückt geworden. Töte mich besser. Ich bin sowieso am Ende. Genau wie du. Ich bin kein Verbrecher. Anders als du bin ich kein Verbrecher. Du hältst das Fälschen von Geld für ein ehrliches Handwerk? Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Fälscher. Ich untersuche die Sache. Was? Was sagst du da? Ich diene Herrn Ratzig Kubilla, dem Herrn über Scarlets und königlichen Hauptmann. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich wurde auch hergeschickt. Von wem? Steck die Waffe weg. Dann reden wir von Angesicht zu Angesicht. Falls wir tatsächlich ein gemeinsames Ziel haben. Ja gut. Steh auf. Wir lassen ihn leben. Ich bin gnädig. Nun ja, unser Treffen hatte keinen guten Anfang, aber wenn wirklich Kubilla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen. Und der Letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Wer war's denn? Meinhard, der Händler aus Passau. Hör zu. Ich werde dir alles erklären. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach, wirklich? Ach, ja, klar. Du stellst mich einer gewissen Person vor und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. Naja, gut. An wen hast du gedacht? Meister Tobias Pfeiffer. Wenn du Herrn Ratzig dienst, musst du ihn kennen. Ich denke, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Pfeiffer hingegen wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sasau zurück. Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Ich würde doch gern wissen, für wen arbeitest du? Ich verstehe, weshalb du fragst. Aber es steht mir nicht frei, dir zu antworten. Aha. Klingt etwas verdächtig. Mein Herr möchte eben nicht erkannt werden. Und wenn wir uns gegenseitig helfen wollen, muss es auch so bleiben.
So, das werden wir mal ein bisschen ausfragen. Solltest du mich nicht zu Fafer begleiten? Nein, ich muss in Sasau verweilen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Wer bist du eigentlich? Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Du siehst aber aus wie ein Ritter. Die haben selten nur einen Namen. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben. Wie du gewiss weißt. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Mehr musst du nicht wissen. Ich wüsste gern mehr, aber ich glaube, mehr verrätst du mir nicht. Dein Gefühl trügt dich nicht. Okay. Sag mir, was du über die gefälschten Münzen weißt. Kennst du Passau? Ja. Eine deutsche Stadt, richtig? Richtig. Sie ist sehr wohlhabend. Und es gibt dort viele Händler. In Passau blüht der Handel. Alle Währungen des Abendlandes wechseln dort ihren Besitzer. Verstehe. Also auch Prager Groschen. Vor ein paar Monaten wurden dort gefälschte Groschen entdeckt. Sie sind aus Kupfer und wurden mit Silber überzogen. Die Passauer Ratsherren brachten ans Licht, dass eine Familie von Geldwechslern die Finger im Spiel hatte. Sie holte die gefälschten Münzen aus Böhmen und schickte echte zurück. Mein Lehnsherr ist ein Verbündeter der Ratsherren, weshalb sie ihn baten, das zu klären. Und er schickte dich? Ja, er benötigte jemanden, dem er voll und ganz vertrauen kann. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin Meinhard von Passau ausgefolgt. Ich vermutete eine Verbindung mit Sasau. Also beförderten sie falsche Groschen auf dem Wagen? Ja. Erst brachten sie echte Münzen her. Groschen, Forints, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Was? Mitten in einem Kloster? Angeblich. Ich weiß nur, was der Passauer Schreiber in den Verhörberichten notiert hat. Wieso hast du sie bis hierher kommen lassen? Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben, was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Meinhard eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen und nur Gaststätten entlang des Weges, bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie und erwischte zwei. Aber Meinhard, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was dann? Während ich Meinhard verfolgte, stahlen die Köhler, was sie tragen konnten. Und bevor ich ihn erwischte, warf ihn sein Pferd ab und er brach sich das Genick. Von ihm erfahren wir also nichts mehr. Nein, leider nicht. Okay, dann haben wir ja doch einiges fahren. Was geschah mit Meinhard? Der ist natürlich tot. Mhm. Ich weiß, aber was hast du mit der Leiche gemacht? Begraben. Er war ein Bastard. Aber ich bin keiner, der einen Christen in den Wäldern verrotten lässt. Verstehe. Und wo ist das Grab? Er floh vom Wagen aus den Hügel hinauf Richtung Norden. Neben dem Weg steht eine alte Hütte. Dahinter habe ich ihn begraben. Und glaub nicht, ich wüsste nicht, weshalb du fragst. Grabschändung ist verwerflich. Mhm. So etwas tue ich nicht. Wenn du das sagst. So. Ach,
können wir eigentlich jetzt probieren. Für wen arbeitest du? Kommen. Ich verstehe, weshalb du fragst. Aber es steht mir nicht frei, dir zu antworten. Na gut. Aus dir rausprügeln werde ich es nicht. Gut, dann begeben wir uns nach Faefa. Na schön. Ich begebe mich zu Meister Faefa. Gute Reise. Ich warte in Sasau, im Gasthaus zum Fuhrmann. So. Oh. Alter. Ich würde sagen, wir begeben uns auch ins Gasthaus und werden mal die Nacht. Ups, nicht absteigen. Wir werden die Nacht im Gasthaus verbringen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Das hör auf, du. Immer ist er hungrig. Ja, es wird dunkel und ich habe nicht gerade Lust im Dunkeln da jetzt weiterzumachen. Darum werden wir uns hier ein Zimmer nehmen. Die Waffe soll man wegmachen. Okay. Willkommen, Heinrich. Ja. Wo ist der Wirt? Hallo, kann ich bei dir im Zimmer mieten? Ja. Kann ich hier schlafen? Ja, hier ist noch Platz. Für wie lange? Für eine Nacht? Nur die eine Nacht. Kein Problem, aber du zahlst im Voraus. Na klar doch, wie immer. Hier, bitte. Du hast es ganz für dich. Keiner wird dich stören. So, und wo ist das? Wo ist mein Bett? Wo soll ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppen sind draußen. Die zweite Tür. Okay. Dann viel Glück. Zweite Tür, also hier. Ne? Was ist denn eigentlich in unserer Truhe drin? Da können wir jetzt mal reingucken. Aha, da haben wir auch noch einen Haufen Zeug drin. Gut. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal schlafen und speichern. Und am nächsten Tag schauen wir, dass wir uns dann auch mal frisch machen. Oh, so. 6 Uhr ist eigentlich eine gute Zeit zum Aufstehen. Dann gehen wir zum Freier oder wie er heißt. Ja, so machen wir das.
Oh, was für ein schöner Tag. Oh, was ist denn das für ein Pferd dort? Okay. Wir werden mal was essen. Ist da was drin für mich? Ja. Hat es hier irgendwas zum Waschen? Ach, dort vielleicht. Wem gehört denn das Pferd? Doch nicht. Dachte, hier könnte man sich waschen. Okay, das müssen wir mal schauen. Hier müssen wir hin nach Hatay. Ja. Dann machen wir das. In Hatay gucken wir mal, ob unsere Fähigkeiten nicht ein bisschen verbessert haben, was Schwertkampf angeht. Wir haben ja am Ulrich ganz schön eigentlich gar keine Zeit gegeben, sich zu regenerieren oder irgendwas dagegen zu tun. Ne? Heinrich, bist aber ganz schön lange unterwegs, muss ich sagen. Ne? So, wir sind in Hatay. Okay. So, jetzt müssen wir mal genau gucken, wo wir hin müssen. Ring Alex Rehfleisch. Wir müssen da in die Dings rein. Rehe haben wir noch nicht getötet. Wir müssen hier rein. Dann tun wir das nämlich gleich mal erledigen. Oh oh, wer kommt da? Hey, alter Socke, wie geht's? Herr Ratzek, halt! Ratzek, bleib stehen. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Kann ich etwas für dich tun, Herr? Ja, Heinrich. Bergbaukonstrukteur Feifa benötigt einen verlässlichen Gehilfen. Der Bergbaukonstrukteur? Geht es um Scarlets? Sozusagen. Meister Feifa hat, nun ja, düstere Vorahnungen. Ich glaube, er wird dich in die Scarlitzer Minen schicken wollen. Kann man sie instand setzen? Mit dem nötigen Willen sowie genügend Rohstoffen bringt man alles wieder in Gang. Bergbaukonstrukteur Feifa kann dir genaueres sagen. Für eine Weile bist du sein Gehilfe. Na super. Bisher, wo finde ich ihn? Das auch noch. Ist er hier in der Burg? Das ist eine gute Frage, Junge. Er nahm sich einer Sache im Sasau an und hat sich vermutlich im Gasthaus einquartiert. Hab Dank, Herr. Ich werde ihn sogleich aufsuchen. Viel Glück, Heinrich. Gott sei mit dir. Ihr sagt nicht, dass der hier gar nicht ist. Wer bist denn du, Bürger? Wächter. Okay. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Willkommen, Heinrich. Guten Tag. Nein. Du da, ja, was schnüffelst du hier so rum? Geh dich gar nichts an. Ist das hier was? Nein.
Okay. Gehen wir mal noch eine Etage höher. Hier dürfen wir rein. Nee, machen wir jetzt nicht. Ich habe gerade überlegt, ob wir das Schloss knacken sollen. Ah, was ist mit dir? Okay. Ja, ist niemand. Wo ist er denn? In Sassau, hat er gesagt, ne? Ja, da muss doch hier sein. Ich blick's gerade nicht. Wo ist denn der Kerl? Gucken wir mal hier rum. Ich bin wieder im privaten Bereich. Ja, wie soll ich den Kerl denn finden, wenn ich nirgendwo rein darf? Rum. Ja, toll. Kann man nicht rüber. Ah. Bestimmt nur ein Tier. Ja, das fehlt mir jetzt noch. Du? Ah, da ist er ja. Gott segne dich. Das betrübt dich. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Meister Pfeiffer, ich muss dich sprechen. Ich habe etwas über die gefälschten Münzen erfahren. Ach, wirklich? Sprich. Bei Rovna entdeckte ich einen Wagen, der die Münzen transportierte. Leider kam ich zu spät. Der Fuhrmann und sein Gefolge waren bereits tot. Verflixt und zugenäht. Weißt du, wer es war? Ja, ein gewisser Ritter erschien dort. Offenbar war auch er hinter den Fälschern her. Das ist wahrlich überraschend. Was hat er dir gesagt? Er heißt Ulrich. Er sah aus wie ein Ritter, aber er wollte die Farben seines Herrn nicht preisgeben. Ulrich, sagst du? Könnte jeder sein. Kannst du ihn beschreiben? Ein älterer Kerl mit Schnurrbart. Doch so grau sein Haar auch war, er war ein zäher Brocken. Kommt mir nicht bekannt vor. Allerdings wissen wir auch nicht, ob Ulrich sein wahrer Name ist. Er sagte mir, dass die gefälschten Münzen nach Passau gebracht und dort gegen Goldmünzen getauscht werden, die wiederum zurück nach Böhmen gebracht werden. Das erklärt, weshalb die gefälschten Münzen das Passauer Gegenzeichen tragen. Sein Herr ist mit dem Passauer Ratsherrn verbündet. Sie beauftragten ihn, all das zu klären. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Ich fragte ihn nach seinem Lehnsherrn, aber ohne Erfolg. Die Zeiten sind wahrlich eigenartig. In vergangenen Tagen wetteiferten die Ritter um die Lobpreisung ihres Namens. Und heute nehmen sie fremde Namen an, verbergen ihre Wappen und schleichen durchs Land wie Diebe. Es schien, als verberge er seinen Namen, weil sein Herr mit Herrn Ratzig in Konflikt steht. Das kann gut sein. Herr Ratzig hat als treuer Anhänger des Königs viele Feinde. Er gab mir diese Schriftstücke, als Beleg seiner Aufrichtigkeit. Es sind Berichte über die Verhöre der Verhafteten in Passau und ein paar andere Schriften. Er dachte, du würdest sie besser verstehen als er. Lass mich sehen. Wir, die Ratsherren der Stadt Passau,
Verhör an diesem Tage, unter Schmerzen preisgab, der Ursprungsort ein Kloster im Lande Böhmen ist. Leider bestätigt das meinen Verdacht, dass etwas Zwielichtiges in Sasau im Gange ist. Münzprobe ergab, Kupferkern mit Amalgam überzogen. Ah, das ist interessant. Hier wird beschrieben, wie die gefälschten Münzen gefertigt werden. Ich muss das ausführlicher studieren. Wir ermächtigen Herrn Ulrich, untersuchen, auf das ich ihm niemand widersetze. Das scheint der Geleitbrief zu sein. Er trägt das Siegel der Ratsherren von Passau. Aber Sie haben den Brief nicht verfasst. Woher weißt du das? Ich kenne die Handschrift. Sie gehört Herrn Clemens von Kaplitz, dem Hohen Schreiber der Rosenbergs. Okay. Die Rosenbergs? Wer sind die? Eine mächtige Familie aus Südböhmen. Burggraf Heinrich III. Ist ein großer Rivale unseres Königs Wenzel. Was hat all das zu bedeuten? Auf jeden Fall erklärt es, weshalb dein Ritter so geheimnisvoll ist. So oder so, wir müssen uns vorsehen. Und unsere Untersuchung beginnen. Den Schriftstücken zufolge verwenden sie Silberamalgam für die Beschichtung. Dieser Spur können wir folgen. Was? Silberamalgam. Es besteht aus Quecksilber und Silber. Das klingt, als könnte es nicht jeder in die Hände bekommen. Da hast du recht. Begib dich unverzüglich nach Sasau. Sieh dich in den Schmieden um. Jemand muss das Kupfer für sie bearbeiten. Ich werde mich indes mit Herrn Ratzig beraten und danach kommen. Wo treffen wir uns? Im Gasthaus, am Sasauer Hauptplatz. Na, da müssen wir ja eh hin. Okay. Machen wir mal das noch. Meister Pfeiffer, Herr Ratzig schickt mich. Ach ja? Er muss dich sehr schätzen. Ich gebe stets mein Bestes. Das ist gut, denn die Minen sind verdammt wichtig. Silber ist unser wertvollstes Gut. Wie kann ich dir bei deinen düsteren Vorahnungen helfen? Herr Ratzig mag mich für übervorsichtig halten, aber hier wurde eine Menge Silber entdeckt und niemand bewacht die Skalitzer Minen. Eine Einladung für Diebe. Glaubst du wirklich, dass jemand das Silber aus den Skalitzer Minen stehlen würde? Wäre das nicht arg aufwendig? Doch. Deshalb will ich auch, dass du nicht nur den Stollen, sondern auch die Schmelze und die Wasseranlage im Hof prüfst. Sieh nach, in welchem Zustand sich alles befindet und ob irgendetwas verdächtig aussieht. Ach, du grüne Neune. Meinst du den Hof bei der Skalitzer Mühle? Genau den. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er jetzt ist. Immerhin befand sich dort das Holzkohle- und Silberlager. Silberlager? Bestimmt ist es leergeräumt. Vermutlich. Mich würde es ziemlich wundern, wenn es überhaupt noch steht. Du erwähntest einen Stollen. Nur einen? Junge, das Bergwerk ist wie ein Labyrinth. Es würde eine Woche dauern, alles abzugehen. Ich rede von einem bestimmten Stollen am Fuße des Hügels, nahe einem Fischteich. Warum nur dieser eine? Weil ich glaube, dass dort ein Flöz ist. Alles weist darauf hin. Wenn jemand Silber stiehlt, dann mit Sicherheit von dort. Von was für einer Wasseranlage sprichst du? Ein Stampfwerk und Wassertröge. Sie befinden sich in der Biegung des Baches unterhalb der Burg. Du kannst sie nicht übersehen. Überall sind große Tröge und Werkzeug. Ist also mit Ärger zu rechnen? Nun, das wird sicher kein Spaziergang. Du könntest durchaus auf diese hungrige Hundebeute treffen, die Armee im Schlepptau hatte. Oder auf eine Räuberbande. Du und Herr Ratzig, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ja, es gibt gute Gründe für deine düsteren Vorahnungen. Ich hörte von einem Skalitzer Bergarbeiter, dass jemand dort etwas gefunden und nicht gemeldet hat. Ich wusste es. Dieser Bastard Wendel und seine Kumpane. Jesus Christus. Ich will, dass man sie allesamt in Ketten legt. Allesamt? Wie viele sind es denn? 1-2 Dutzend? Wie soll ich die alle festnehmen? Ja, ja. Natürlich, du hast recht. Es reicht, wenn du Wendel erwischst. Er hat die anderen auf den Pfad des Bösen geführt. Ich soll also die Mine inspizieren und dir Wendel bringen, falls ich ihn finde, richtig? Genau. Aber sei vorsichtig. Die Strafe für Silberdiebstahl ist der Scheiterhaufen. Diese Männer werden vor nichts zurückschrecken, wenn sie sich bedrängt fühlen. Nicht einmal vor Mord. Alles klar. Ich mache mich ans Werk. Möge Gott über dich wachen. Okay, wir haben einiges zu tun. Und wir sind auch weit über der Zeit. Und ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge mal doch Skalitz wieder einen Besuch abstatten.
Und ja, wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.